Deutsch, Mittelstufe 3, Lektion 64, das Perfekt von Hören, Sehen und Lassen. Heute machen wir unseren Lesetext und wie immer, in diesem Video können wir zusammen Hören üben. Das heißt, dass ich euch diesen Text nur vorlese und wir heute noch keine koreanische Erklärung machen. Die koreanische Übersetzung und die genaue Erklärung zu den verschiedenen Wörtern und Ausdrücken machen wir dann im nächsten Video. 항상처럼 오늘은 듣기 연습만 하고 제가 독일어로 일기 문장 끝까지 읽어 드릴게요. 해석 설명은 다음 동영상에서 천천히 합시다. Seid ihr bereit? Dann geht's los. Chancen erarbeiten, 5 Tipps und Wege. Seit geraumer Zeit arbeiten Sie an den immer gleichen Aufgaben. Zwar mit Erfolg und auch mit Spaß, doch früher oder später kommt die Frage, wo bleibt die Chance, endlich mehr zu machen? Mehr Verantwortung, größere Aufgabenbereiche, neue Erfahrungen, wichtigere Projekte. Chancen sind eine Grundlage für den Erfolg. Wer eine bekommt und sie erfolgreich nutzt, hat einen großen Schritt gemacht, von dem er möglicherweise langfristig profitieren kann. Doch was, wenn die erhofften Chancen ausbleiben? Bedeutet das automatisch, dass man schlecht in seinem Job ist oder die eigenen Leistungen nicht geschätzt werden? Nicht unbedingt, denn Chancen kommen nicht zwangsläufig von alleine, sondern müssen sich erarbeitet werden. Wir haben einige Tipps und Wege gesammelt, die Ihnen dabei helfen können. Nummer 1. Entwickeln Sie die passende Einstellung. Wer sich Chancen erarbeiten und nutzen will, benötigt dazu auch die richtige Einstellung. Dabei kommt es in erster Linie auf zwei Dinge an: Selbstvertrauen und Aufmerksamkeit. Mangelt es an Aufmerksamkeit, werden Chancen vielleicht einfach übersehen. Nummer 2. Gehen Sie Risiken ein. Chancen kommen selten von allein und schon gar nicht, wenn man immer nur demselben Trott nachgeht. In seiner Komfortzone fühlt man sich zwar gut und weiß, was einen erwartet, doch um sich Chancen zu erarbeiten, muss man eben diese gewohnte Umgebung verlassen. Bereit sein, Risiken einzugehen und neue Wege einzuschlagen. Vielleicht warten einige Chancen nur darauf, dass sie sich trauen, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Nummer 3. Knüpfen Sie die richtigen Kontakte. Oft ist es uns nicht bewusst, doch die Menschen, mit denen wir uns tagtäglich umgeben, haben einen großen Einfluss auf das eigene Verhalten und somit auch darauf, ob sie sich Chancen erarbeiten oder eben nicht. Wer sich weiterentwickeln und berufliche Chancen nutzen möchte, kann also von Kontakten profitieren, die ein ähnliches Ziel vor Augen haben oder dieses bereits erreicht haben. Nummer 4. Akzeptieren und fördern Sie Veränderungen. Chancen gehen immer auch mit Veränderungen einher. In erster Linie muss die Angst vor Veränderungen überwunden werden, die sich oftmals vor großen Chancen entwickelt. Sehen Sie die Veränderung selbst als Chance, um dazu zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Nummer 5. Formulieren Sie Ihre Gedanken. Manchmal stecken Chancen in den eigenen Ideen, schaffen es jedoch nie bis zur Umsetzung. Das kann ein Fehler sein, da Sie möglicherweise großes Potenzial ungenutzt lassen. Sollten Sie also Gedanken oder Ideen haben, ignorieren Sie diese nicht, sondern beschäftigen Sie sich weiter damit. Anfangs kann ein Gedankenspiel völlig ausreichend sein, um eine Chance zu erarbeiten. Stellen Sie beim genaueren Analysieren fest,
dass sich in Ihrer Idee tatsächlich eine Chance verbirgt, können Sie konkreter werden und eine mögliche Umsetzung planen. Sollte sich hingegen herausstellen, dass die Idee doch nichts taugt, haben Sie nichts verloren. Das war's. Wir haben den kompletten Text geschafft. Ich hoffe, ihr konntet wenigstens ungefähr verstehen, um was es hier geht. Da 읽었으니까, 적어도 여러분이 대체로 이거 무슨 이야기인지 조금 이해할 수 있으면 좋겠습니다. 힘드시면 다음 동영상에서 천천히 한국말 번역, 설명 등등 같이 해봅시다. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!